Ich wünsche einen schönen guten Abend. Ich gehe heute auf Sendung mit einem Kommentar zum Grundeinkommensfilm, der auf Bayern 3 vor wenigen Tagen gesendet wurde. Das Livestreaming läuft soweit, das scheint jetzt zu klappen. Dann starte ich direkt mit den Anmerkungen. Also der Film lief diese Woche auf Bayern 3 und hatte zum Thema das Grundeinkommen für jeden. Der Titel war Nie wieder arbeiten und ja, da habe ich einige Kritikpunkte, die ich gerne mitteilen möchte. Und ich steige dann gleich mal direkt ein. Wer den Film anschauen will, der ist in der Mediathek von Bayern 3 weiterhin verfügbar und ist auch unter YouTube zu finden. Und was ist direkt mein Fazit zum Film? Zunächst einmal verbindet dieser Film einfach nur Aussagen von Einzelpersonen, aber es gibt, außer natürlich, dass das Thema Grundeinkommen irgendwie in dem gesamten Film drin schwebt, gibt es keine klare Struktur, für mich wird nicht wirklich eine Vision ausgebreitet, sondern das Wort Grundeinkommen schwirrt halt irgendwo in dem Film rum und man merkt, dass alles irgendwie ein bisschen damit verbunden ist, aber es wird nicht wirklich klar. Was mich viel mehr gestört hat, war, dass die einzelnen Personen, die dort im Interview, dass die einzelnen Personen, die dort im Interview beteiligt waren, dass dort nichts von den Aussagen wirklich kritisch hinterfragt wurde. Das heißt, es wurde nicht weiter hinterfragt, inwieweit die Wertungen oder die Annahmen oder die irgendwelche Behauptungen, die dort aufgestellt wurden, wirklich in dieser Form zutreffen oder ob nicht ganz andere Überlegungen an dieser Stelle greifen würden oder was diese Überlegungen überhaupt mit deinem Grundeinkommen zu tun hat. Ganz besonders aufgefallen ist es bei der Sprecherin vom DGB, die dort verschiedene Aussagen getroffen hat, wie ungerecht es sei, wenn ein Millionär ein Grundeinkommen beziehen würde. Und allein ist es, dass das ungerecht überhaupt nicht hinterfragt wurde, ist schon ein sehr merkwürdiger Grund, im Endeffekt dort gegen das Grundeinkommen zu agieren, auch wenn der Film insgesamt versucht hat, eine sehr positive Linie zu ziehen oder beziehungsweise Vorteile aufzuzeichnen. Aber eine Vision für das Grundeinkommen ist dabei nicht enthalten. Und da kommt nämlich auch genau der Punkt ins Spiel, dass der Film überhaupt keine Aussage getroffen hat, was denn eben genau das Problem ist, welches das Grundeinkommen an der Stelle lösen soll. Weil es wird zwar verschiedene Vorteile argumentiert, von wegen welche Freiheitsmöglichkeiten, welche Selbstständigkeit, welche Existenzsorgen eventuell damit aufgelöst werden könnten, aber wieso diese Probleme heute überhaupt bestehen oder ob dieses Grundeinkommen tatsächlich in der Lage ist, ein solches Existenzangstproblem aufzuheben und wieso das so sein sollte, da wird überhaupt keine größere Aussage dazu getroffen. Und entsprechend stellt der Film weniger eine Vision für eine Gesellschaft dar, in der das Grundeinkommen dafür sorgen kann, dass die Menschen freier und selbstständiger leben können, sondern ist eigentlich nur der Grundgedanke, dass es einen allseits versorgenden Sozialstaat gibt, der nämlich genau dieses Grundeinkommen ermöglicht. Und sonst gar nicht weiter erläutert wird, wo kommt eigentlich dieses Geld her, beziehungsweise was ist eigentlich notwendig, um diese Menschen zu versorgen. Und daher möchte ich jetzt auch im Detail noch auf einzelne Aspekte dabei eingehen, die eben dort nicht weiter kritisch betrachtet wurden. Der erste Punkt ist die Finanzierung, mit der kurz im Interview mit Götz Werner angesprochen wurde, eine Umsatzsteuer von 50% könne dort bereits ausreichende Informationen leisten und sicherstellen, dass
damit alles schon finanziert würde. Obwohl an einer Stelle sogar gesagt wird, dass es im Endeffekt, um das Grundeinkommen zu finanzieren, sind fast 1 Billion Euro pro Jahr notwendig. Aber es wurde überhaupt nicht darüber abgesprochen, dass die Umsatzsteuer selber aktuell eigentlich weniger als 150 Milliarden Euro an Einnahmen ermöglicht. Das heißt, der eine Gedanke, der dort propagiert wird, von wegen, man könne ja alle Steuereinnahmen, die insgesamt stattfinden, einfach auf den Betrag von, also auf die Umsatzsteuer abwälzen. Das würde hier bedeuten, für 2012, dass mehr als viermal so hohe Umsatzsteuereinnahmen notwendig werden. Und um allein das Grundeinkommen zu finanzieren, was eben bei 960 Milliarden liegt, müsste also mehr als sechsmal so hohe Umsatzsteuer erzielt werden. Das bedeutet, dass die Umsatzsteuersätze, selbst wenn man mal angenommen, man behält die Zweiteilung von dem geringen Mehrwertsteuersatz und dem erhöhten Mehrwertsteuersatz bei, müsste die 7% auf 42% angehoben werden und die 19% auf 114%. Was das bedeutet, zeige ich gleich im nächsten Folie als Beispielrechnung. Also die 100 Euro, die heute einen Produktpreis zu zahlen wären, besteht aus 84 Euro Nettoeinnahmen sowie 16 Euro Umsatzsteuer, was in dem Fall den 19% entspricht. Im Falle, dass das Grundeinkommen jetzt durch diese Umsatzsteuer finanziert werden soll, würde es bedeuten, dass zu den 84 Euro vom Nettopreis eine 114%ige Umsatzsteuer, eben die sechsfache Umsatzsteuer gerechnet, darauf kommen würde. Das heißt, das Produktpreis würde sich statt 100 Euro, würde er 180 Euro betragen. Natürlich wird im Film gesagt, ja, es würden ja alle anderen Steuern wegfallen und so weiter. Aber erstmal auf dieser Basis gerechnet würde die Kaufkraft von 1000 Euro nur noch einem Wert vom heutigen 560 Euro entsprechen. Das heißt, ein Betrag von 1000 Euro ist dann sozusagen schon fast halbiert. Um die Rechnung aufgehen zu lassen, zu sagen, ja, das Grundeinkommen würde an dieser Stelle noch ausreichen und eine ausreichende Versorgung ermöglichen, müssten im Endeffekt die Unternehmen in der Lage sein, allein durch Steuersenkungen, die sie oder Steuer und Ab, also Steuern, die sie nicht mehr zahlen müssten, den Produktpreis zu halbieren und damit von 84 Euro auf 47 Euro zu senken. Allerdings kann die Rechnung nicht vollständig aufgehen, weil die viel genannten Abgaben und Steuern, die ja den Unternehmen auferlegt werden, betrifft ja nicht nur deutsche Unternehmen. Und viele Unternehmen, die in Deutschland gar keine Steuern zahlen, sondern vor allen Dingen Waren hierher liefern und produzieren, die haben überhaupt keinen Vorteil von der Steuerminderung. Die Umsatzsteuer würde aber trotzdem auf ihre Produktpreise aufgeschlagen werden. Das heißt, diese angeblichen Senkungen und dass das in irgendeiner Form neutral ausfallen könnte oder irgendwas, ist an dieser Stelle einfach illusorisch. Und diese Zahlenspiele gehen an dieser Stelle so nicht auf, solange hier keine genauere Erklärung gefunden wird, wie genau soll das eigentlich alles in der Wirtschaft dann aufgehen und wie viel Kaufkraft soll tatsächlich mit dem Grundeinkommen ermöglicht werden. Soll es eine Kaufkraft, sollen die 1000 Euro, die es dann gezahlt werden, eine Kaufkraft haben, die unseren heutigen 1000 Euro noch entsprechen? Oder wird im Endeffekt davon ausgegangen, dass eigentlich nur ein Grundeinkommen in Höhe von 500 Euro gezahlt wird? Die Frage ist dann nur, ob dann über die Miete hinaus überhaupt noch etwas gezahlt werden kann. So. Und dann ist nämlich eben die Frage, inwieweit diese Aussagen, es würden ja zumindest alle anderen Steuern wegfallen, wobei das ja noch gar nicht gerechnet werden kann oder welche Abgaben dann wegfallen, weil selbst angenommen, dass es dann keine Renten mehr oder keine Renten mehr angesammelt werden könnten, wäre ja immer noch die Frage, wie werden denn die heutigen Renten, die Zahlungsversprechen für die Rentner weiterhin erfüllt? Aus welcher Quelle werden diese ganzen Umlagen gezahlt? Egal, ob das jetzt die Rentenversicherung abgeschafft wird und das alles über Steuern finanziert werden soll, besteht immer noch die Notwendigkeit, die heutigen finanziellen Transaktionen aufzubringen in dem jetzigen System. Weil solange das System selber nicht in Frage gestellt wird und alles andere ja irgendwie so weiterlaufen wie bisher, müssen auch hierfür die Gelder aufgebracht werden. Ebenso sind die Ausgaben, auch wenn immer gesagt wird, ja, und die Sozialausgaben liegen jetzt schon bei 800 Milliarden und so weiter, ja, da sind ein Haufen Ausgaben drin.
Aber selbst wenn dass der Gesamtstaatshaushalt bei 1,2 Billionen liegt, da sind noch eine Menge Ausgaben drin, die eben nicht aktuell für Soziales verwendet werden, sondern um Bildung, Polizei, Militär und Verwaltung damit finanziert wird. Und auch diese Ausgaben müssen ja irgendwo noch stattfinden. Das heißt, wenn das tatsächlich alles über eine Steuer entrichtet werden soll und dann auch die Sozialversicherungen darüber eingestellt werden sollen, dann sind wir wahrscheinlich noch bei einer deutlich höheren Umsatzsteuer, die dort aufgeschlagen werden muss. Und somit entsprechend ein Grundeinkommen in Höhe von 1000 Euro einen noch deutlich weniger Kaufkraft hätte als 500 Euro. Ebenso ist die Frage, wie genau wird mit den Staatsschulden umgegangen. Diese Verpflichtungen, die Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 2 Billionen, die müssen ja auch noch irgendwann eingetrieben werden und an die Gläubiger zurückgezahlt werden. Oder man pfändet die Gläubiger und erfüllt das Zahlungsversprechen nicht mehr und ja, macht so etwas wie einen Schuldenschnitt und löscht sozusagen die ganzen Staatsschulden einfach aus und sagt, wir machen jetzt ein neues System. Und daher halte ich dieses sozialstaatliche Grundeinkommen vor allem für einen Betrug an den Menschen, die genau diesen Wohlstand, diese Wertschöpfung überhaupt ermöglichen. Weil das Grundeinkommen selber ist keine Geldfrage. Ein Grundeinkommen zu realisieren oder umzusetzen, ist jetzt nicht eine Frage des Geldes, sondern die Frage ist, was kann mit dem Geld oder was missbrauchen diese Menschen überhaupt? Und da ist gerade die Frage, ist eine Gesellschaft leistungsfähig genug, um all die Waren, all die Nahrung, Kleidung und Unterkunft für Menschen bereitzustellen? Und wie findet diese Verteilung statt? Geld ist im Endeffekt heute das angesagte Mittel, wie im Endeffekt der Anspruch auf Waren und auf Unterkunft geregelt wird. Derjenige, der es sich leisten kann, bekommt die entsprechenden Güter und derjenige, der es sich nicht leisten kann, muss sehen, womit er Vorlieb nehmen kann. Und das größte Problem an der Stelle ist, die bei einer Grundeinkommensdiskussion meistens nicht beantwortet wird, ist, diese Güter stehen nicht automatisch zur Verfügung. Nur weil wir heute in einer Welt leben, in der wir zumindest hier in Europa und in Deutschland sehr gut versorgt sind, sind diese Güter nicht automatisch vorhanden. Diese Güter müssen immer noch produziert werden und egal wie automatisiert diese Produktion inzwischen stattfindet, es braucht immer noch Spezialisten, die diese Infrastruktur erhalten, verbessern und weiterentwickeln. Und diese Spezialisten basieren nun mal auf einem großen Antrieb des Geldes. Wir haben heute den Menschen selten beigebracht, dass sie allein arbeiten, weil sie intrinsisch motiviert sind, das heißt aus der Motivation und der Lust heraus zu arbeiten. Im Gegenteil, wir haben eher eine Gesellschaft, in der jeder, der sich nicht diesem Arbeitsethos unterwirft, komisch angeschaut wird, als wäre er nicht normal, wenn er im Endeffekt tatsächlich seinen eigenen internen Bedürfnissen nachgeht, anstatt irgendwo einer Arbeit nachzugehen, einer Erwerbsarbeit, um irgendeine Form von Geld zu verdienen. Dabei dient das Geld ja doch dann immer nur dazu, die eigene Lebensführung überhaupt zu ermöglichen. Und somit ist im Endeffekt für unsere heutige Gesellschaft, die so durchdrungen ist, vor allen Dingen von der Geldmotivation, das heißt Arbeit zu erledigen, um dafür Geld zu erhalten, und Geld ist der primäre Belohnungsanspruch, nicht weil ich etwas möchte, nicht weil es mir Spaß macht, sondern primär, weil sich damit Geld verdienen lässt. Und auch das Reich und Berühmt ist dann meistens nur die zweite Folge zu sagen, ich will vor allen Dingen Geld verdienen und wenn ich reich und berühmt bin, kann ich viel Geld verdienen. Das heißt, Geld ist so primär in unseren Sprachgebrauch, in unsere Vorstellung davon untergebracht, was wir aus unserem Leben machen, wofür wir unsere Lebenszeit einsetzen, dass eine Grundeinkommensidee, die ganz andere Wertmaßstäbe erfordert, von heute auf morgen ohnehin sehr gefährlich wäre, für unser jetziges System, ohne einen kompletten Kollaps zu verursachen. Und eben in der Folge bedeutet es, dass da die Finanzierung zwangsweise erfolgt für das Grundeinkommen, weil, wie in dem Film ja angedacht wurde, ob das jetzt die Umsatzsteuer ist oder ob man auch andere Abgabenmodelle sind, es steht weiterhin eine Zwangsfinanzierung dahinter. Genauso wie die heutigen Sozialversicherungen und Steuern
alle durch den Zwang eingetrieben werden, werden im Endeffekt die Menschen, die tatsächlich die Wertschöpfung in unserem, ja, für uns erbringen und uns diesen Wohlstand, in dem wir leben können, ermöglichen, die werden um ihren Lohn betrogen, weil sie nämlich genau nicht das Geld bekommen, was sie erwirtschaften, sondern nur einen Bruchteil dessen. Und dazu möchte ich gleich im Weiteren ausführen, wie zum Beispiel auf dem jetzt so staatlich beschlossenen Mindestlohn, was es tatsächlich bedeutet, wie viel jemand von diesem Mindestlohn erhält und was bei ihm ankommt und was es aber umgekehrt bedeutet, was er an Leistung erbringen muss, was er an Wertschöpfung, an nominell in Geldgewinnen ausgedrückter Wertschöpfung tatsächlich erbringen muss. Also die Abgabenbelastung hier einfach mal durchgerechnet bei 8,50 € mit 40 Stunden pro Woche und 52 Wochenstunden würde so eine Person auf einem Jahresbruttoeinkommen von 17.680 € kommen. Monatlich runtergebrochen sind es 1.773,33. Was im Endeffekt schon schwierig ist, dieses Jahreseinkommen, das hier steht, ist das Bruttojahresgehalt. Aber es ist noch nicht der Betrag, den diese Person tatsächlich als Gewinn für das Unternehmen, in dem es angestellt ist, erbringen muss. Weil dazu kommen nämlich noch die Arbeitgeberanteile, die auch in der Sozialversicherung gezahlt werden müssen. Und damit kommt der Angestellte auf einen Betrag von 21.088 €, die er erst einmal als Gewinn in dem Unternehmen erwirtschaften muss, damit das Unternehmen überhaupt kostendeckend arbeiten kann. Ein Unternehmen, das nicht kostendeckend arbeitet, geht pleite und der Arbeitsplatz geht auch verschwunden. Das heißt, nur wenn das Unternehmen mindestens durch die Arbeitskraft, durch die Kreativität, was auch immer diese Person in dem Unternehmen macht, 21.088 € einnimmt, kann überhaupt das Unternehmen als wirtschaftliche Einheit überleben. Hinzu kommen noch weitere andere Abgaben von Berufsgenossenschaften, ebenso, dass auf Gewinne ja Steuer gezahlt werden müssen und. Aber unabhängig davon, 21.088 € ist der Mindestbetrag, den im Endeffekt für einen Angestellten, der einen Mindestlohn bekommen soll, in Vollzeit der jeweils erarbeiten muss. Und wenn ich jetzt hier auf die einzelne Verteilung schaue, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung, Krankenversicherung, die inzwischen, wobei die Pflege- und die Krankenversicherung, hier gibt es den Kinderlosenzuschlag, den ich jetzt dort noch mit drin habe, sowie den Sonderzuschlag in der Krankenversicherung, der nicht mehr paritätisch mit den Arbeitgeber-Arbeitnehmern aufgeteilt wird, wobei es ohnehin eben auf diesen Gesamtposten, es ist unerheblich, welcher Prozentteil jetzt rechts oder links steht beim Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, weil es ist generell, der Gesamtbetrag muss von dem Unternehmen als Gewinn eingefahren werden, sonst wird das Unternehmen nicht bestehen. Zusätzlich geht dann noch bis der Arbeitnehmer geht von seinem Gehalt noch Lohnsteuer und der anteilige Solidarzuschlag ab. Und hier ist nochmal im Endeffekt die Gesamtübersicht, einfach ins Verhältnis gesetzt. Das, was der Mindestlohnempfänger als Netto bekommt, macht gerade mal 62% der Wertschöpfung aus, die er insgesamt im Unternehmen leistet. Weil das sind eben noch die Abgaben, die direkt auf seinem Lohnzettel erscheinen. Die Arbeitnehmerabgaben, dann die Arbeitgeberabgaben, die eben zwar auch auf dem Lohnzettel stehen, aber nicht im Brutto ersichtlich sind, weil im Bruttolohn werden diese meistens nicht erwähnt. Und dann natürlich die Steuern, die in dem Fall, da er ja noch einen sehr niedrigen Steuersatz hat, da er gerade mal über die Freibetragsgrenze knapp drüber ist. Ja, damit nur eine sehr niedrige Lohnsteuer zahlen muss. Hier ist auch nochmal zu sehen, der Angestellte liegt nur knapp über 1.000 €. Das heißt, wenn hier immer von einem Grundeinkommen in Höhe von 1.000 € gesprochen wird, heißt es, dass jemand, der für den Mindestlohn arbeitet, 40 Stunden die Woche, dass der im Endeffekt dass der genauso hingestellt wird wie jemand, der dann gar nicht arbeitet, der auch schon 1.000 dafür bekommt. Natürlich bekommt der Angestellte, soll zumindest auch dieses Grundeinkommen bekommen, was es dann aber noch spannender macht, wie das Ganze aufgehen soll. Weil wenn dieser
Lohnempfänger, entweder muss er das Grundeinkommen auch finanzieren, klar, er muss ja die Umsatzsteuer zahlen. Das heißt, seine Arbeit selber verringert sich nochmal, weil die Kaufkraft so deutlich abnimmt. Das heißt, er hat unterm Strich halbiert sich nochmal sein Lohn. Weil wenn aufgrund des Zahlung des Grundeinkommens sein Gehalt nochmal in der Kaufkraft sich so halbiert, wie es ja hier vorhin angezeigt ist, hier von wegen, dass aufgrund der höheren Umsatzsteuer er deutlich weniger für sein Geld kaufen kann. Das heißt, die Kaufkraft sind von 1000 auf 560 Euro. Das heißt, er hat dann dank Grundeinkommen, hat er im Endeffekt nur wenig mehr, als er jetzt auch hat. Und das dann immer noch bei voller Arbeit. Das heißt, da ist die Frage, inwieweit wirklich die Menschen dazu gebracht werden können, aufgrund der Freude, die ihnen die Arbeit zusätzlich bereitet, neben dem Ziel, Geld zu verdienen, tatsächlich diese Arbeit weiterhin aufrechtzuerhalten. Und wir sind nicht in der Situation, einfach so auf beliebigen Umfang von Arbeit zu verzichten. Und das andere ist, ein weiterer Kritikpunkt ist, dass das bedingungslos, was meistens an der Behauptung des bedingungslosen Grundeinkommens geäußert wird, es ist nicht wahr, dass das Grundeinkommen bedingungslos ist. Aber das Problem oder dieses Missverständnis, warum dieses dann geäußert wird, liegt vor allen Dingen darin, es wird immer nur die Empfängerseite angeschaut. Also es werden diejenigen betrachtet, die das Grundeinkommen bekommen sollen. Aber die Frage ist, wie das Ganze finanziert wird und inwieweit denn diese Bedingungslosigkeit und Freiwilligkeit, was ja da drin steckt, auch für diejenigen gilt, die das Grundeinkommen finanzieren. Darauf wird normalerweise wenig erhoben, weil dieses System wird nicht in Frage gestellt. Es wird nicht in Frage gestellt, inwieweit es in Ordnung ist, anderen Menschen Steuern zu erheben. Inwieweit es in Ordnung ist, dass die Umsatzsteuer mal eben noch weiter erhöht wird, statt einfach mal zu fragen, ist es überhaupt legal im Sinne nicht eines rechtlichen Grundsatzes, weil diese rechtlichen Grundsätze werden vom Staat ja genauso gesetzt, sondern ist es wirklich aus einem Freiheitsgesichtspunkt heraus legal, einem anderen eine Umsatzsteuer aufzubürden. Das ist wiederum ein Punkt, auch in dem Interview mit Götz Werner, der zwar sagt, ja, wir könnten die Steuern ja ändern, weil sie aus alter Zeit stammen und so überholt sind, aber wann war denn je rechtmäßig, im Sinne, wann bestand denn wirklich die Zustimmung und Erlaubnis der Untertanen, dass sie diese Steuern zahlen wollen, dass sie bereit sind, diese Steuern zu zahlen? Und diese Freiwilligkeit, die existiert einfach nicht. Und in der Form ist das bedingungslose Grundeinkommen niemals bedingungslos, sondern es ist immer ein Zwangssystem, das damit verbunden ist. Und daher mein Resümee an der Stelle, ja, ich bin durchaus für ein Grundeinkommen, aber eben ein freiwilliges. Weil in der ganzen Systematik, ich bin gegen ein staatliches Zwangssystem, ich bin gegen das heutige staatliche Zwangssystem. Und egal, ob es die Renten finanziert oder ob irgendwelche Kinderkrippen damit finanziert werden, es spielt keine Rolle, solange diese Finanzierung auf Zwang beruht, solange ich nicht die Möglichkeit habe, wirklich Nein zu sagen, ohne erhebliche Konsequenzen, Einbußen oder Verschlechterungen meiner Lebenssituation befürchten zu müssen. Weil das Grundeinkommen sollte aus meiner Sicht Freiheit und Selbstverantwortung ermöglichen. Aber Freiheit und Selbstverantwortung ist in den heutigen Strukturen, in den heutigen Systemen nicht möglich. Das heißt, erst müssen die Systeme aufgebrochen werden und zum Endeffekt einer neuen Basis finden, in der wirklich die Menschen in Freiheit miteinander freiwillig kooperieren, freiwillig miteinander zusammenleben. Und so ist diese Freiwilligkeit wird in den heutigen staatlich-kapitalistisch organisierten zentralistischen Systemen überhaupt nicht berücksichtigt, weil es gibt kein Interesse daran. Weil wer freiwillig miteinander zusammenarbeitet und wo die Freiwilligkeit wirklich gewünscht und gegeben ist, besteht auch jeweils die Möglichkeit, Nein zu sagen. Jederzeit zu sagen, da spiele ich nicht mit, da habe ich kein Interesse daran, das ist für mich nicht von Vorteil, das bringt mir nichts. Und so sind die Systeme eher darauf ausgelegt, Gewalt, wenn auch möglichst versteckt und nur im seltensten Fall offensiv einzusetzen, weil vorher stehen die Drohungen vom Finanzamt, dort die Gelder einzutreiben.
bis dort wirklich Gewalt, physische Gewalt ins Spiel kommt, wird es eine Weile dauern. Aber in der Konsequenz ist es immer am Ende, weil am Ende steht eventuell Gefängnis, wenn man nicht bereit ist, sich diesen Vorgaben zu unterwerfen. Daher ist auf jeden Fall meine Vorstellung da, wer wirklich das Ziel hat, freie Menschen zu haben, die eben auch freiwillig miteinander zusammenleben, die nicht nur in der Fantasie zu sagen, ja, jeder hat dann ein Grundeinkommen und könne dann frei miteinander umgehen, wer dann nicht betrachtet, wer denn die Sklaven in dem System sein sollen, die das freiwillige Grundeinkommen ermöglichen, sondern die eben diese Waren produzieren sollen, damit diese Versorgung stattfindet, der hat das System nicht komplett angewendet. Das heißt, es wird dann immer nur auf eine Seite geschaut, und zwar da, wo die Auszahlung stattfindet, aber den Steuereintreiber schaut niemand an. Und die Menschen, die diese Steuereintreibung überhaupt an sich dulden lassen sollen, über die spricht auch keiner. Wie genau das funktionieren soll, wie das mit einem freiwilligen Grundeinkommen zusammengehen soll, das wird auf der einen Seite wird die schöne, helle Vision gezeichnet, aber die andere Seite wird einfach vergessen oder bewusst ausgeblendet. Das ist immer schwer zu sagen, ob die Menschen tatsächlich es einfach vergessen, ob sie diejenigen, die sich für das Grundeinkommen befürworten, einfach sagen, ja, das ist für mich der Vorteil, das sehe ich sehr als sehr wichtig an, wenn dort jeder dieses Geld bekommt. Und ob sie einfach vergessen, dass dieses Geld nicht aus Zauberhand kommt und dass die Waren und Güter und die ganzen Dienstleistungen, die dort ja, verfügbar sein müssen, damit dieses Geld überhaupt noch etwas wert ist, damit es überhaupt eine Kaufkraft erfüllen kann, auch irgendwo existieren müssen. Und daher für mich als wichtige Botschaft mitzugeben, jede Verfügung über das Leben eines anderen ohne freiwillige Zustimmung ist unzulässig. Und dabei ist es vollkommen egal, ob Abgaben, Gesetze oder Gewalt in irgendeiner Form dieses verstecken. Letztendlich geht es immer in dem Zugriff zum Durchgriff auf die eigene Lebenszeit. Das heißt, wenn jemand anders von mir Steuern fordert, ein bestimmtes Verhalten fordert, eine bestimmte Zeit, zum Beispiel die Bundeswehr, die jetzt aktuell zwar keine Pflicht mehr ist, aber das freiwillig verpflichtende soziale Jahr oder was auch immer dort an neuen Ideen ausgebootet wird, es ist eine Verfügung über meine Lebenszeit, der ich nicht zugestimmt habe. Und jegliche Form von Abgabe, die mir im Endeffekt das, was ich selber durch meine Kreativität, durch meine Arbeit ermögliche, dass jeder, der versucht, mir davon einen Teil gegen meine Zustimmung wegzunehmen, stiehlt mir etwas von meiner Lebenszeit. Und meine Lebenszeit ist unersetzlich. Und jeder Mensch hat im Endeffekt die Möglichkeit, über sein eigenes Leben zu verfügen und sollte sich diese Möglichkeit auch nicht gegen seinen Willen nehmen lassen. Soweit ein kurzes Feedback, ein kurzer Kommentar zu dem Film. Ich finde es grundsätzlich natürlich sehr wichtig, dass über dieses Thema Grundeinkommen gesprochen wird, allein um eine solche Diskussion zu ermöglichen. Und ich sehe auch, wie schwer es ist, überhaupt Menschen zu erreichen, die sich zum einen mit dem Thema beschäftigen, denen der Begriff Grundeinkommen schon etwas sagt, und dann sie vor allen Dingen aufzuwecken und zu sagen, ja, das Grundeinkommen ist eine gute Idee. Es ist etwas mehr als nur eine Renten- oder Sozialversicherung oder Arbeitslosenversicherung. Aber wenn wir uns von dem Gedanken des Staates nicht lösen, wenn wir die Systemfrage tatsächlich nicht stellen, wird sich auch nichts ändern. Das Grundeinkommen wird dann keine Freiheit ermöglichen. Das Grundeinkommen kann nur dann Freiheit ermöglichen, wenn auch das System, welches heute Unfreiheit schafft, und das ist nun mal der Staat mit seinem Steuermonopol und seinem Gewaltmonopol, dann kann auch dort keine Freiheit gewonnen werden. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe auf weiteren Austausch und Diskussionen und freue mich schon auf eure Kommentare. Bis dann, tschüss.